Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu den Satisfactory News am 1. Oktober. Nur noch 26 Tage bis Update 5 auf Experimental droppt und wiederkehrende Zuschauer dieses Newsformates kennen bereits den Ablauf. Nummer 1, wir schauen uns an, welche Features confirmed sind in Update 5. Punkt Nummer 2, natürlich der Deathstream mit dem Q&A zusammengefasst, übersetzt und für euch aufbereitet. Punkt 3, dann der wilde Punkt, der neue Teaser-Trailer. Was ist da drin, welche Sachen werden vorgestellt, das schauen wir uns gemeinsam an. Wie immer, die Timecodes unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß damit! Zu den Confirmed Features, da hat sich nicht viel geändert, deswegen speede ich da mal ein bisschen durch. 26.10. bleibt das Release, erst auf Experimental, 4 Wochen später auf Early Access. Map Changes im Dune Desert, im Höhlenbiom und im Northern Forest. Nicht zu vergessen natürlich die Überarbeitung des Fahrzeugtransportsystems mit Pathfinding und neuen Truckstationen. Dann natürlich die Einführung der zwei neuen Build Modes, Zooping und Quick Select und Hard- und Soft Clearance für die Gebäudekollision. Dann natürlich die neuen Designelemente, Säulen, Wände, Dächer, Zäune, und Stahlträger kommen alles da rein für euch zum Ausprobieren. Dann natürlich das Thema der letzten Infovideos, das Engine Upgrade auf Unreal Engine 4.26 und damit auch Einführung des DirectX 12 und Vulkan Supports. Letzter Punkt, nicht ganz so confirmed, aber deutet vieles darauf hin, dass auch ein neues Farbsystem implementiert werden soll. Nun zum Q&A-Teil des Devstreams. Und wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, da gab es noch eine ganz wilde Neuigkeit bezüglich des Release-Termins von Update 6. Ob das ein Troll ist oder nicht? Das müssen wir selber rausfinden. Erste kleine technische Info, Update 5 wird zusammen mit dem Engine Upgrade auf die Early Access Version kommen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Multiplayer-Probleme nach dem Engine Upgrade, das ist wohl aufgrund eines ausgefallenen Services passiert. Dann zwei nicht so schöne Nachrichten, der 600er Pipe Bug, ihr erinnert euch, die MK2 Pipes transportieren maximal 598 fluktuierend. An Flüssigkeit. Der Bug wird wahrscheinlich gar nicht fixbar sein. Da bleibt abzuwarten, was die Kollegen damit machen. Zusätzlich gab es die Diskussion Mark 6 Förderbänder oder Mark 3 Miner mit zwei Ausgängen. Da ist noch keine Entscheidung getroffen. Auch unsicher sind die Kollegen bezüglich der Konsolenversion des Spiels. Auch RTX Support ist aktuell nicht angedacht. Weil immer wieder gefragt wurde, nein, Biomasse-Generatoren bekommen kein Förderband. Es ist gedacht, dass du per Hand fütterst, weil du musst auch per Hand den Treibstoff dafür irgendwie besorgen. Gibt es mehrere Arten von den neuen Stahlträgern? Nein, es gibt nur eine Art. Zu den Dedicated Servern ist zu sagen, dass sie eigentlich für 4 Spieler ausgelegt sind, aber du kannst das mittels Einträgen in der .ini-Datei voraussichtlich tweaken. Laut Jace gibt es noch einiges an Content für Update 5. Gerade mal 60-70% sind erst revealed. Bleiben wir also gespannt. Was jedoch nicht geplant ist, ist Blueprinting für Gebäude. Das kommt so erstmal nicht. Dann wird jedoch irgendwann der Deselect für den Massenabriss kommen. Ihr kennt das vielleicht, ihr geht mit der Maus rüber, haltet die Steuerungstaste gedrückt und markiert viele Gebäude zum Abreißen und dann war dann doch dieses eine Gebäude dabei, was ihr eigentlich stehen lassen wollt. Das wieder zu demarkieren, darüber geht das hier und das wird wahrscheinlich kommen, vielleicht aber nicht in Update 5. Auch wurde erzählt, dass es wohl noch mehr Content für die Entdecker unter uns gibt. Wie sich das darstellt, bleibt abzuwarten. Ihr erinnert euch, die Updates haben immer so einen etwas größeren Namen bekommen, das Drohnen-Update oder das Pipe-Update. Update 5 hat auch so einen Namen, der ist jedoch noch nicht revealed, weil das Feature dazu noch nicht uns vorgestellt wurde. Also abwarten. Ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt, es kommen einige UI-Veränderungen rein und das wird sich auch noch ein bisschen weiter durchziehen. Das grundsätzliche Design jedoch ist erstmal fix. Für alle Spieler mit sehr großen Fabriken, offensichtlich ist die CPU dort das Bottleneck. Das kann ich persönlich jetzt nicht unbedingt bestätigen, weil meine CPU gefühlt sich immer langweilt bei 40-50%. Ich glaube, das liegt dann aber auch tatsächlich noch an der Engine und deren Limits. Für die, die tatsächlich Fahrzeuge sehr oft einsetzen, ihr kennt das vielleicht, die hoppeln so ein bisschen über die Fundamente, lenken da so ein bisschen nach links, nach rechts und ruckeln da so kurz. Das wird eventuell durch die Einführung der Splines oder des neuen Pathfindings in Update 5 gefixt. Auch Steam Achievements sind geplant und kommen auf jeden Fall. Dann gibt es immer die Frage nach den neuen Game Modes, Peaceful Mode oder ob man tatsächlich Ressource Nodes woanders spawnen lassen kann, um so ein bisschen Diversität da reinzubringen. Da gibt es noch keine Entscheidung, das ist noch offen. Dann zwei Sachen, die auf gar keinen Fall kommen. Offensichtlich ein Calculator in-game. Ihr kennt das vielleicht, beispielsweise da ist es für Program, da sieht man dann so eine Effizienzen. Oder wovon wir hier eben sprechen, ist so eine Art Produktionsplaner in-game. Das kommt leider nicht.
genauso wenig wie Wind- und Solarenergie. Einfach der Grund ist, dass du sonst unendlich Energie hast, weil ich kenne sofort irgendwelche Leute, die die gesamte Wüste mit Solarplatinen da irgendwie zupflastern und dann sich nie wieder um Energie Sorgen brauchen. Das wollen die Entwickler so nicht haben. In Update 5 gibt es erstmal keine neue Musik. Ja, für manche auch sehr wichtig, für die Atmosphäre. Aber das heißt nicht, dass sie nie kommt. Wahrscheinlich in einem späteren Update. Auch im Sinne von Terraforming gibt es jetzt keine weiteren Anpassungen, außer die schon bekannten Map Changes. Bezüglich übrigens Map Changes, nein, es gibt auch kein Schneebiom. So, und jetzt nochmal für die ganz Aufmerksamen unter euch. Es gab einen Devstream, da wurde Jace nach einem Update 6 Release Date gefragt und er hat einfach mal rausgehauen, 8. März 2022, das ist es, da wird's kommen. Ich weiß nicht, ob das ein Troll ist. Vielleicht kommt es da. Wir haben es hier auf jeden Fall jetzt erstmal festgehalten und wenn es tatsächlich am 8. März kommt, bricht zusammen. Also eventuell 8. März, Freunde. Behalten wir das mal im Kopf. Und das war's auch schon mit den Q&A. Diesmal echt eine Menge Holz. Und jetzt gehen wir aber auch directly durch zu dem neuen Teaser und schreibt mir in die Kommentare, was ihr alles so entdeckt habt. Also dann, viel Spaß. Liebe Freunde, wir haben es vermutet, wir haben es schon im Stream diskutiert und es ist doch so, Zugsignale und Zugkollisionen kommen. Ich hatte dem lieben Snut mal geschrieben, ob das denn in Update 5 confirmed wäre und er schrieb folgendes. Wir haben es nur gesagt, dass es irgendwann im Early Access kommt, aber das sagen wir schon seit Update 2. Naja gut, danke auch dafür. Im Bild jetzt das neue Zugsignal. Und das springt auch prompt auf Rot um und von unserer Seite aus hier Durchfahrt verboten. Jetzt sehen wir zwei Zugsignale, links an einer geraden Strecke und rechts an einer Weiche. Also auch hier wissen wir, gut, an einer Weiche können wir die auch platzieren. Im Hintergrund springt jetzt ein Signal auf Grün und das andere Signal hier an der Weiche folgt sofort, springt aber direkt auch wieder auf Rot. Jetzt fährt der Zug hier Richtung Bahnhof, das sieht schon mal gut aus, während im Bahnhof ein anderer Zug noch steht. Nachdem der Zug vorbei ist, springt hier das Signal auf Grün um und der wartende Zug kann losfahren. Das heißt, Einstreckenzugsysteme sind theoretisch auch möglich, wahrscheinlich aber jedoch nicht zu empfehlen. Der Zug fährt jetzt hier vorbei und der andere Zug wartet. Also Zugsignale tipptopp funktionieren da super. In der nächsten Einstellung fährt der Zug jetzt über eine Art Brücke. Achtet mal ganz kurz unten auf den Boden der Brücke. Da sind diese neuen 1-Meter-Wände da. Und auch im Hintergrund die Stelzen. Und jetzt krass Zugkollision. Ihr seht, die Waggons entkoppeln, fallen runter. Es sind Funken zu sehen. Der Strom hört auf. Unten brennt es noch ein wenig. Und offensichtlich folgen auch die Zugwaggons und Loks denn der Physik. Liegen da unten. Bleibt abzuwarten, ob diese denn überhaupt noch lootbar sind. So, ich habe das Bild mal eben eingefroren, ganz gut zu sehen, oben an der Strecke die 1-Meter-Wände und auch jetzt die Säulen, die wir jetzt horizontal an andere Säulen befestigen können. Na, ihr seht unten die große Säule und dann die mittlere Säule oder kleinere Säule dort befestigt. Im Hintergrund nochmal diese neuen Stelzen in Standardfarbe oder färbbar. Von daher kann ich mir vorstellen, dass noch einige neue Cosmetics hinzukommen. Und damit ist der Teaser auch schon vorbei. Also, liebe Leute, Zugsignale und zu Kollisionen kommen. Juhu! Und damit wären wir auch schon am Ende des heutigen News-Videos. Also, liebe Leute, Zugkollisionen und Zugsignale, wie bereits vermutet, jetzt bestätigt. Baut eure Bahnhöfe um. Ich freue mich drauf. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Euer Chucky.